Es ist wieder soweit. Wir suchen. Ja, und zwar die Gilde Invictus, sprich meine Gilde sucht dich, hoffentlich. Ne? BK-Season ist jetzt vorbei, sprich es wird wieder Zeit für neue Mitglieder. Wir gehen wieder Step by Step durch, was wir machen, was wir verlangen und was wir bieten. Ihr kennt das Spielchen. Wenn du eine vernünftige Gilde suchst und G3 mithalten könnt, ja, G3 ist ein großes Ding, setzt euch hin. Und schaut mal hin und hört zu. Hören ist wichtiger als hinschauen. Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz das richtige Ding finden. Okay, Invictus sucht. Ihr seht das hier unter mir, ne? Wir fangen einfach mal Step by Step an. Ich deck's auf. Let's go. Wir suchen aktive Mitglieder und ein Stück... Ja, so schön. Also, wir suchen aktive Mitglieder in jedem Bereich. Was bedeutet jedem Bereich, jeden Gilden-Content? Monsterwerfung? Ja, das ist so ein Ding, ne? Ja, ne? Ist halt cool. Ja, auch Rivalenkampf wäre auch schön, wenn ihr da irgendwie ein bisschen mitmachen würdet. Ne, dass man zumindest Triple S oder so schafft. Ich weiß, es ist ein langweiliger Content, ist auch, ich weiß nicht, was da Comtors sich bei gedacht hat, muss ich an der Stelle sagen. Aber ja, der existiert halt und zählt zum Gilden-Content. Dann aber natürlich auch noch den Welt-Gildenkampf, der auch noch mit dazu zählt. Der sollte natürlich auch aktiv mitgemacht werden. Dann haben wir natürlich auch noch den guten Belagerungskampf. Ja, wir sind gerade G2, aber nach diesem BK sollten wir Abschluss wieder G3 haben. Okay, ja, auf jeden Fall aktiv sein, auch in BK. Aber ich denke, das ist selbstverständlich. Dasselbe natürlich dann auch noch im Lobby. Ich glaube, das sind alle Gilden-Contente, die es gibt, oder? Ich meine schon. Was wir bieten, habt ihr jetzt schon mehr oder weniger gerade ein bisschen in der Übersicht gesehen, glaube ich, wenn ich hier drauf gehe. Genau. Kommen wir aber mal zu anderen Bereichen. Aber ich denke, das ist mehr oder weniger klar, ne? Also ihr solltet wirklich schon Bock drauf haben und ihr solltet auch in jedem Bereich aktiv sein. Wenn ihr mal nicht könnt oder so, okay, kann passieren. Ist bei mir auch schon mal so passiert, dass ich irgendwie irgendwas dazwischen komme und es geht halt nicht. Ist normal, ja? Aber sollte nicht zu häufig vorkommen. Vor allem bei wichtigen Sachen nicht. Ja, das ist ein ganz großer Punkt. Gehen wir zu guten Runen und Artefakten und ein Fizzle vom letzten darunter. Also, gute Artefakte und Runen. Das bezieht sich unter anderem darauf, dass euer Monster, also euer Runen- und Artefaktenpool, eine, ich sag mal, eine gute Auswahl bieten sollte. Ja, das Ding ist gerade im Belagerungskampf. Der Hauptfokus liegt auf Belagerungskampf. Der Rest muss mehr oder weniger nur Aktivität da sein. Aber der Hauptpunkt liegt im Belagerungskampf. Ich komme gleich auch dazu, warum. Und zwar solltet ihr natürlich auch die bestmöglichen Runen, die ihr besitzt, natürlich auch auf dem BK-Units haben. Das ist für viele immer ein ganz großes Problem. Ja, alles zu ändern, um die BK-Units wirklich stark zu machen. Aber es ist ein wichtiger Bestandteil des Contents. Ich weiß, ich bin selber nicht der absolute Fan vom BK, aber so ist das halt, wenn man da ein bisschen Erfolg haben sollte. Müssen auch die Runen auf den BK-Units, sowie in der Offense als auch in der Defense, vorhanden sein. Ansonsten funktioniert spätestens ab G3 nichts mehr. Wie beziehe ich gute Runen, gute Artefakte? Gut, das ist eine Sache, das werde ich mir wahrscheinlich anschauen. Ja, also ihr solltet schon ungefähr, ich glaube, ich bin schon einer der Schlechteren in unserer Gilde, das muss ich halt auch sagen. Ungefähr. Ich glaube, wenn ich jetzt mal hier so durchgehe, so meine BK-Units, okay, die sind jetzt hier nicht so stark vertreten, muss ich sagen, aber so ein Teil. Man kann sich das so ein bisschen davon abmachen, wie eure Runenqualität sein sollte. Grob, ja. Wie gesagt, die sind jetzt nicht... ich bin einer der Schlechteren aus der Gilde, muss ich halt auch sagen, ja. Aber um so ein grobes Bild zu bekommen, könnt ihr euch so meine Runen auf jeden Fall anschauen, ne. Das sind jetzt auch nicht alles BK-Units, die hier jetzt so draußen sind, aber... Ich glaube, darum kann man sich so ein groben Bild machen, ne? Ansonsten Artefakte. Gut, Artefakte ist ein bisschen schwieriger, aber ich schätze, es ist logisch, dass wenn Monster in der Defense stehen, sollten Solutions safe sein, dies, das, ne? Also sprich, die Artefakte sollten da schon so ein bisschen drauf... Okay, die haben keine Rot. So ein bisschen drauf fokussiert sein, dies, das, ne? Ich denke, das ist logisch. Das so zum Thema mal gute Runen und Artefakten. Gehen wir mal zum nächsten Step. Wir machen am Ende nochmal eine Zusammenfassung.
passende Meta Offense BK. Das bedeutet, es gibt im BK auch wie in der Welt Arena verschiedene Sachen, die ändern sich meistens mit einem Balance Patch. Offense und Defenses, die gerade populär sind. Es gibt so 2-3 Defenses, die sehr populär sind, und das ist unter anderem solche Art mit Kinky oder ähnliches, ne? Aber Ming und Yang meine ich und Cecile sind Monster, die gerade hart im BK dominieren. Und die siehst du mehr oder weniger derzeit überall. Neben diesen typischen wie Kinky oder sowas. Sprich, also diese Units sollten am besten, muss nicht sein, aber am besten, wenn wir jetzt mal kurz auf die Defenses eingehen, schon vorhanden sein. Ja, sprich eine Ming-Ying oder ähnliches mit vernünftigen Runen und Max-Skills. Okay, die ist jetzt selber keine Max-Skills, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Das ist das, was ich meine. Muss jetzt nicht direkt full geil sein, aber wäre gut, ne, wie man sieht, sind ja selber erst dabei gewesen, die Dev und sowas zu machen, und nicht jeder hat schon die Skill-Ups, weil nicht jeder Fische bekommt, beispielsweise ich. Ich habe weder Miyang noch eine Cecile, sprich, ich kann das zum Beispiel gar nicht machen, ne, aber es wäre halt vom Vorteil, sowas zu haben. Dasselbe natürlich auch mit den Offenses. Es gibt natürlich Offenses, die halt einfach dominieren. So, und zwar gibt es natürlich verschiedene Arten von Offenses, die einfach da sein sollen, oder bestimmte Monster. Und das ist das Ding, was mich beim BK jetzt stört. Ja, für die, die es nicht wissen, im BK ist es so, dass man Monster einfach 50 Mal braucht. Sprich, du machst dir 50 Mal einfach eine Cha-Cha oder ein Roid 2A. Das meiste, oder das Positive daran ist, das meiste ist halt Free-to-Play. Ne? Sprich, die kriegst du relativ leicht. Und das ist eine Sache, die wir auf jeden Fall hundertprozentig von euch erwarten. Sprich, dass ihr 10-mal eine Dell voll hat, beispielsweise. Also ihr müsst es nicht zum Start haben, aber im Laufe der Season sollte sich das dann so entwickeln, dass ihr euch so diese typischen Meta-Monster dann halt einfach mehrmals baut, ne? Beispielsweise Dell voll Roid oder Cha-Cha, sowas halt, ne? Oder gegebenenfalls hier Traktor, Windy, Lulus, ne? Sowas halt. Das sind halt einfach Monster, die hart im BK dominieren, und das sollte man halt einfach haben. Kommen wir mal zum nächsten Step. Und zwar ist das nächste zielstrebig Bock drauf. Ja, guck mal, passt ja sogar. Und zwar, ihr müsst Bock drauf haben. Wenn es mal nicht funktioniert im BK, kann passieren. Ja, wir haben hier wahrscheinlich auch ein paar Ausreißer, die mal ein bisschen scheiße, ist halt scheiße gelaufen, ne? Kann passieren, jetzt zum Beispiel Rambos mit 5-5. Das sind so Sachen, oder jetzt hier Dragon Dinoso, das sind so Sachen, kann passieren. Jeder hat mal einen Bad Day. Das ist an sich gar kein Problem, wenn es mal scheiße läuft. Mir ist auch scheiße gelaufen hier. 6-2, ich habe noch 2 Angriffe offen, aber lief halt auch nicht optimal. Passiert, ja. Wenn ein bisschen RNG zu hart reinkickt, dann sind manchmal auch die safesten Sachen einfach nicht mehr safe. Passiert, ist okay, ja. Sollte aber nicht dauerhaft der Fall sein, ja. Sprich, also ihr solltet nicht dauerhaft eine Leistung von 5-5, 2-5 oder sonst was abbringen. Am besten wäre natürlich dauerhaft 10 Siege, aber ich sag mal so 8 bis 10 ist, denke ich, schon mal ein solider Durchschnitt. Im G3-Bereich natürlich, ne. Und ich denke, das ist okay. Darauf Bock habt, dann zeigt es auch. Ja, nicht, dass ihr am Ende sagt, ich hab gar keinen Bock, es ist viel zu anstrengend, gar keinen Bock, tschüss. Ja, also macht euch darüber Gedanken. G3 ist ein Ang nicht so geil. Ja, es kann sehr stressig sein. Ne? Ihr müsst hören auf das, was die Leader euch sagen. Ihr könnt nicht immer alles angreifen. Es wird halt immer so zu bestimmten Zeiten angegriffen. Man muss ein bisschen Zeit mitbringen. Und das sind alles so Sachen, die man auf jeden Fall bitte berücksichtigen sollte. Wir hatten jetzt sehr viele Ausreißer, die damit einfach gar nicht klarkamen. Ja, aber das ist halt eine Sache, wenn man, ich weiß nicht, jetzt kommt erst zum Schluss, wenn man halt das erreichen möchte, was wir erreichen wollen, ja, da muss man halt einfach mal ein bisschen auf die Leute hören, die was sagen, und nicht einfach sein eigenes Ding machen. Wenn wir euch was sagen, dann versucht es umzusetzen. Es ist meistens nicht böse gemeint, sondern eher so als Hilfestellung gemeint, ne, also, ja. Gehen wir mal weiter. Genau, da kommt es nämlich zu Kritikfähigkeit und Umsetzen. Das hatte ich jetzt gerade schon ein bisschen angesprochen. Wenn wir euch was sagen, in Bezug auf, oder meistens die BK-Leaders machen, das bin nicht ich, ja, also ich höre auch selber nur auf das, was die BK-Leaders sagen, ne, dann hört einfach drauf, akzeptiert es, sei kritikfähig in der Hinsicht, wenn wir sagen, jo, das war jetzt aber nicht so geil, ne, was du da gemacht hast, ja, dann sagst du einfach sorry und gut ist, man kommt nicht wieder vor, ja, einfach, okay, setzt es einfach um, lasst es in der Hinsicht, und wenn wir jetzt sagen, kannst du dir bitte 5 Chachas bauen, sagst du einfach, okay, kann aber ein bisschen dauern. Sowas halt, ja. Ganz simple Sache, aber wir wollen ja auch einen Fortschritt sehen, auch bei euch. Nicht nur als Gilde, sondern auch bei jedem Einzelnen, damit die Gilde als Gruppe vorankommt. Und wenn dann ein Ausreißer dabei ist, ist es halt ein bisschen scheiße, ne. Das ist dann, das zieht dann die ganze Gilde mit runter, und dann gibt's halt auch ein paar Leute in der Gilde, die es nicht so hart feiern, ne, und dann ist halt doof.
So, das war's. Okay, jetzt kommen wir zu den Sachen, die wir euch so ein bisschen bieten. Und zwar sind wir erst einmal turnierorientiert. Das bedeutet, wir wollen versuchen, in den BK-Turnier zu kommen. Ne, wir hatten diese Season jetzt ein bisschen große Probleme, weil sehr viele Anfang der Season halt gelieft sind. Ne, das ist normal. Früher oder später gehen halt Leute oder es ist zu stressig, gehen wieder in eine G1-Gilde, sowas halt. Ne, oder haben zeitlich Probleme, arbeittechnisch Probleme und dann wechseln die halt die Gilde in eine chilligere Gilde. Ist vollkommen fein, ist normal. Dann hatten wir jetzt Mitte der Season und Ende der Season ein paar Ausreißer, die einfach gelieft sind. Und das sind einfach Sachen, das finde ich halt auch richtig scheiße, weil das die ganze Gilde mit runterzieht. Ne? Jetzt zum Beispiel im letzten BK war das. Hätten wir den gewonnen und diesen jetzt hier gewonnen, dann wären wir wahrscheinlich im Turnier reingekommen. Aber dadurch, dass in diesem BK hier einer am Ende einfach gelieft ist, oder ein oder zwei, ja, einer gelieft ist und sehr viele inaktive Schwerter waren, ja, hat es am Ende halt nicht gereicht. Also da hat die Teamfähigkeit in der Hinsicht nicht funktioniert. Ja, und das hat man dann halt schon gemerkt, dass da drunter alles gelitten hat. Und das ist jetzt auch so ein Punkt, wo man halt einfach ein bisschen härter durchgreifen muss. Weil das war der entscheidende BK, der uns hätte weiterbringen können. Und dann kommen ein paar Idioten und machen es halt kaputt. Ja, indem sie halt Gilde einfach random leaven oder sonst was. Und das ist halt scheiße. Hätte vielleicht auch funktioniert, wenn wir da in diesem wichtigen BK jetzt nicht so Schwierigkeiten gehabt hätten. Okay, kommen wir weiter. Gut, wir sind prinzipiell eine G3-Gilde. Wir werden diesen BK gewinnen, relativ simpel, wie man es wahrscheinlich erkennt. Die versuchen es jetzt hier unten zu cutten, aber das sollte trotzdem nicht das große Problem sein. Wir haben noch ein paar Schwerter offen. Und selbst wenn sie uns cutten, werden sie von den Punkten nicht hinterherkommen. Nee, das schaffen wir nicht. Und auf jeden Fall, danach werden wir wieder G3 sein. Sprich, wir sind prinzipiell eine G3-Gilde. Ja, in Weltgildenkampf sind wir G2. Aber ich finde auch ehrlich gesagt, hier G3 zu erreichen, relativ schwer. Muss ich halt auch an der Stelle sagen. Aber man muss auch sagen, hier ist wieder die Aktivität eine Sache. Ne? Wenn jeder hier immer seine Schwerter macht, dann ist es auch eine Sache, die auch zu einem größeren Erfolg zielen kann. Deswegen, wie gesagt, Aktivität. Und zwar, wir sind aber relativ freundlich, also was heißt relativ freundlich? Wir sind sehr freundlich. Wir sind, glaube ich, die freundlichste Gilde in Summoners World. Das bedeutet, wir sind natürlich freundlich, wir helfen auch sehr viel. Also wenn ihr Fragen habt oder ihr es nicht sicher seid, ne, in Bezug auf gegen was, wie muss ich da reingehen, wo, wie funktioniert das, was muss ich da machen, was muss ich beachten in dieser Art Dev, ja, die da steht. Jetzt beispielsweise diese Ming Sicilt Combos da, Devs meine ich jetzt beispielsweise. Wenn ihr einfach euch nicht sicher seid, was mache ich da, fragt nach. Es werden euch mindestens 5 Leute antworten. Das kann ich jetzt schon sagen. Ja, also wir sind da relativ offen. Das ist auch kein Problem. Ihr braucht euch nicht schämen oder sowas, ja. In der Hinsicht, wenn ihr was nicht wisst, fragt einfach nach und die meisten, 100% der Gilde, werden euch helfen. 100%. Wie gesagt, seid da nicht schüchtern oder zurückhaltend oder so. Besser 10-mal nachfragen, als komplett zu verkacken. Ja, das ist uns wesentlich lieber. Wir haben sehr viele Line-Gruppen, und da wird auch alles Weitere erklärt. Da sind auch verschiedene Counter-Methoden drin oder sonst was. Ja, also da wird auch immer alles mehr oder weniger aktuell gehalten. Und da dann am besten einfach, ne, reinschauen und dann läuft der Hase schon. Also ich mag meine Truppe und ich wäre echt schade. Also ich bin sehr traurig, wenn die Gilde irgendwann mal auseinanderfallen sollte, was wahrscheinlich mit jeder Gilde irgendwann der Fall ist. Ich mag meine Truppe und ja, ich bin froh, dass hier sich so viele zusammengefunden haben, die sich selber untereinander auch sehr gut verstehen. Ja, also es gibt, wie gesagt, immer ein paar Ausreißer, ne, wie man hier unschwer erkennen kann. Ja, Gutaku jetzt nicht, ne, das ist so ein bisschen Collab wie mit Dons haben wir da ein bisschen. Dasselbe auch mit Slick, ne, also wir sind so ein bisschen Homies mit Don, also da geht's auch so ein bisschen Richtung Helfen oder so. Hier und da mal kommen welche von denen hier hin und chillen ein bisschen rum, können ein bisschen unterstützen und sowas halt, ne? Also sowas gibt es auch. Und ja, ne, dann haben wir halt so ein paar, hier Giant und sowas, die waren halt so ein bisschen da, weil es Kollegen sind, mehr oder weniger, mussten dann halt irgendwann gehen, ne? Und das ist halt, sowas haben wir halt auch. Aber im Großen und Ganzen, ich mag meine Truppe sehr. Also im Großen und Ganzen, wenn ihr meint, ihr schafft das und ihr habt Bock drauf, dann schreibt mir bitte bei Line, Nalumaru oder auf Instagram ist Nilo. Da könnt ihr euch dann gerne mal euch melden bei mir
um halt alles Weitere abzuklären. Ja, ich schaue mir das dann ein bisschen an oder ich leite es weiter und die schauen sich das dann an. Ansonsten, ja, was ihr direkt mitschicken könnt, wenn ihr darauf Bock habt und auch Interesse habt und auch eventuell mal Turnier ein bisschen Bock habt zu machen, schickt direkt einfach diese erste Profilseite mit. Das ist diese Seite hier. Da kann man schon mal so ein bisschen was ableiten, wo, wie, wo, was ihr da schon mal gemacht habt. Hier diese Seite. Ne, diese Seite könnt ihr einfach direkt mitschicken. Und dann, da kann man schon ein bisschen was ableiten. Dann kläre ich es halt mit den Rest ab, mit den Liedern ab. Und dann melde ich mich wieder bei euch. Und dann wäre entweder ja oder nein. Vielleicht wollen wir dann Runen oder Artefakte sehen. Ne, sowas halt. Aber wichtig, ich glaube, das Wichtigste ist in diesem Satz hier, Aktivität sollte da sein. Ja, das ist wichtig. Ansonsten leidet alles drunter. Gute Runen und Artefakte wäre natürlich schon ein starker Vorteil. Ja, das ist halt so ein Ding. Passende Meta-Units und Offense. BK, das ist dasselbe, ne? Also ihr müsst nicht direkt alles fertig haben. Das erwarten wir gar nicht, ne? Aber ihr solltet schon Interesse haben, es euch dann auch schon zu bauen. Ne? Das ist jetzt so ein Ding. Zielstrebig, das wäre auch schon schön, ne? Also umso zielstrebiger man ist, umso mehr gibt man sich halt auch automatisch ein bisschen mehr Mühe. Und das ist halt eine Sache, die ganz cool wäre. Kritikfähig und umsetzen, ne? Das ist dann, finde ich persönlich, ein bisschen selbstverständlich. Natürlich könnten wir auch mal moppern. Aber im Großen und Ganzen geben wir auch sehr viel Hilfe und sowas und das wäre schön, wenn man das dann so ein bisschen zumindest entgegennimmt. Ne? Wir meinen es meistens nicht böse, es ist mehr oder weniger einfach nur so als Rat und Tipp gemeint, ne? Aber ja, wäre schon eine schnieke Sache. Gut, ich glaube, das war's. Ist jetzt ein bisschen ausführlicher, das Video gewesen, aber es ist schon dadurch, dass jetzt hier im letzten, der wichtige BK so eine Kacke passiert ist, was sehr viele runtergezogen hat. Muss ich es, glaube ich, ein bisschen ausführlicher machen, wenn ihr euch da Bock habt zu bewerben. Wie gesagt, ihr solltet schon G3 orientiert sein, mindestens, ne? Also ich bitte keine Leute bewerben, die denken, ihr hättet die Runen, aber ihr spielt selber nur F3, C1, C2. Sowas wird meistens von der Leadergruppe direkt abgeschlagen. Ja, also direkt weg. Egal, wie gut da eure Runen oder so sind. Also ihr solltet da schon auch so ein Zeichen der Aktivität und sowas zeigen, ne? Wenn ihr jetzt zum Beispiel G1 in der G1 Farmgilde seid, aber ihr meint, ihr habt die Runen und Artefakte dafür, in G3 zu spielen, das könnte man sich dann nochmal überlegen. Aber alles so darunter wird schwierig wahrscheinlich. Das kann ich jetzt schon direkt sagen. Gut, ich bin durch. Ich bin eigentlich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag. Haut rein. Tschüss.